Heute im Audi Star Talk. Die besten Momente im Jahr 2011. Die größten des Sports. Echte Weltstars. Hier ist Dirk Nowitzki. Oliver Kahn. Matthias Sammer. Außergewöhnliche Geschichten. Da haben mich die Tränen runtergerollt, sag mal. Ich konnte ja trotzdem vor der Mannschaft nicht sagen, ich habe Heimweh. Dann mit Lothar Matthäus auf dem Zimmer, das müssen wir alles erstmal verarbeiten, ne? Ja, ich habe mit Uli Hoeneß telefoniert, na klar. Und dann sitze ich da und denke mir, bitte fang nicht an zu schreien. Ein unbekannter Teilnehmer, hatte Glück, dass ich überhaupt rangegangen bin, meiner Meinung nach. Stars hautnah. Die habe ich selber noch nicht gesehen. Ja, das war mein zweites Auto, oder? Das wird gesungen. We are the champions. Wer? Hat an der Uhr gedreht. Das Audi Star Talk Best of. Jetzt mit Klaus Grunewald. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Audi Star Talk Best of. Am Ende unserer zweiten Staffel wollen wir gerne nochmal zurückschauen auf die besten, auf die witzigsten und auch auf die spannendsten und faszinierendsten Szenen. Wir haben uns sehr gefreut, wieder viele tolle, bekannte, erfolgreiche Sportler bei uns zu Gast gehabt zu haben. Zuletzt zum Beispiel den vielleicht im Moment weltweit erfolgreichsten deutschen Sportler Dirk Nowitzki bei seinem ersten Besuch in einer deutschen Talkshow. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei uns im Audi Star Talk. Hier ist Dirk Nowitzki. Hallo Dirk, schönen guten Hallo. Abend. Hi. Bitte schön. Danke. Hallo. Schön, ne? Super. Ja Dirk, kurz, es ist eigentlich erst her, ja? NBA Finals gewonnen, dann von ESPN irgendwie zum Sportler des Jahres in Amerika gekürt worden und so. Haben Sie schon so ein bisschen Zeit gehabt, jetzt das auch alles mal Revue passieren zu lassen und auch einordnen zu können, was unglaublich Sporthistorisches Sie da geleistet haben? Ja, ich muss sagen, so langsam sickert es ein bisschen rein. Ne? Am Anfang war natürlich der Rummel viel zu groß mit Fotoshoots und Interviews. Und dann haben wir eine Parade bekommen in Dallas, eine Parade in Würzburg gemacht und dann viel hin und her gereist, ein bisschen Urlaub noch reingezwängt. Dann wieder für die EM vorbereitet und wieder voll im Training gestanden. Und jetzt habe ich mir so ein bisschen Abstand gewonnen auch und habe es mal so ein bisschen reinsinken lassen. Und es ist natürlich eine Riesensache. Also die Meisterschaft, die kann uns nie mehr einer nehmen und das ist ein Riesengefühl. Ich denke mir immer, wenn man als ganz junger Kerl auszieht aus der Heimat, irgendwo hingeht und mit einem so gigantischen Erfolg zurück über den Teich kommt und dann steht man zu Hause in seiner Heimatstadt. Das muss ja ein unforgettable day gewesen sein, oder? Wenn Sie ja, der Tag war absoluter Wahnsinn, wie viele Leute da auf den Residenzplatz gekommen sind. Waren ja 11.000, 12.000 Leute waren ja da. Es war 35 Grad und trotzdem sind so viele Leute da geblieben. Es war ein absoluter Wahnsinn. Und ich hätte eigentlich nie gedacht, dass das ein Basketballer überhaupt mal so eine Euphorie in Deutschland auslösen kann. Klar, in anderen Ländern oder Fußballer hier schon, aber dass Basketball mal so viel Euphorie auslöst, hätte ich nie gedacht. Hm. Ja, vielleicht lag es ein bisschen an Ihren musikalischen Qualitäten. Die sind ja sehr hervorstechend. Die haben Sie ja, wir wollen das mal angucken, eindrucksvoll dann auch dort unter Beweis gestellt. Oh je, oh je. Eins, zwei, drei. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Und jetzt Vollgas. Of the world. Ich glaube, ich habe keinen einzigen Ton getroffen. Ja. Das ist nicht leicht. Ja, liebe Zuschauer, Dirk Nowitzki hat so unglaublich viel erreicht und ist trotzdem, und das finde ich so schön auch an ihm, so unglaublich am Boden geblieben. Und er kann vor allem auch so wunderbar über sich selber lachen. Das hat er ja mit vielen unserer Gäste durchaus gemein, die wirklich zum Teil jedenfalls herrliche Anekdoten zu erzählen hatten. Sehr schön fand ich auch die Geschichte, Zitat Scholl, die Momente, in denen es sich wirklich lohnt, Fußballprofi zu sein, sind, wenn man Oli Kahn beim Einseifen zusieht. Verstehe ich nicht.
Und dann gibt es noch eine letzte schöne Anekdote. Ich weiß nicht, ob die stimmt. Angeblich hat Scholli wohl ihre neuen Lederstiefel geklaut und soll splitterfasernackt nur mit ihren neuen Lederstiefeln bekleidet in den Massageraum gekommen sein und gefragt haben, wie findest du denn meine neuen Schuhe? Das stimmt, ja, das kann ich verstehen. Es gab einen Schiedsrichter namens Stuart Dougal. Der hat eben, glaube ich, ganz unnette Worte an den Kopf geworfen. Ja. F.U. Ja, und ist dann gesperrt worden. Ja, ich habe nicht gepetzt, ich habe ihn sogar noch geschützt. Ja, und die Fernsehbilder haben ihn allerdings so eindeutig entlarvt. Ich weiß es nicht mehr genau, es waren irgendwelche so, was man halt auf F. der Insel ist. So ist es. Ja. Und A, S, S, Punkt, Punkt, Punkt. Auch noch. Ja. Okay. Und das hat man irgendwo dann auf den Kameras deutlich gesehen. Ich habe gesagt, ja, das war schottisch, ich habe es nicht verstanden. Und das kann man ja auch, glaube ich, wenn man die schottische Sprache kennt, glaubwürdig so vermitteln. Aber die Fernsehbilder haben ihn dann entlarvt und dann wurde er gesperrt. Ja, ja, der Stuart Dougal. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein, auch in Schottland. Das soll ja eine besondere Sendung auch für Sie persönlich werden. Und wir haben es geschafft, Alec Ferguson vor die Kamera zu bekommen, und er möchte Ihnen gerne auf diesem Wege jetzt einen persönlichen Gruß schicken. Das ist unglaublich. Of course, Otmar, I'd like to say to you that it's been a fantastic friendship I've had with you over many, many years. I've always respected your qualities as a great coach. You've had a fantastic career. To win a European Cup with different clubs is an amazing achievement. I'd like just to say to you personally, thank you for your friendship. You've had a fantastic career. And also from everyone at Manchester United, we wish you very, very good luck, good health, and continued success. Gerne. Der von Ihnen angesprochene Markus Hörwig hat uns sehr geholfen, das zu organisieren. Und ich finde nur eins interessant, der spricht ja sehr schottisch. Verstehen Sie den immer, oder? Ja, jetzt mit Untertiteln habe ich schon ganz gut verstanden. Es gibt eine ganz nette Geschichte. Dann sind die Mavericks-Bosse, glaube ich, nach Würzburg gekommen. Wie war das? Ja, das ist schon tatsächlich so gewesen, dass Don Nelson von Anfang an einen ziemlichen Narren an Dirk gefressen hatte. Und er hat den damaligen Besitzer davon überzeugt, dass es lohnenswert wäre, sich um den Mann für die dann folgende Saison zu kümmern. Und dann sind die rüber. Da war ich jetzt nicht dabei, aber es war wohl so, dass sie mit einem anderen Gefährt abgeholt wurden dann am Flughafen, als sie das aus den USA gewohnt waren. Aber das kann der Dirk wahrscheinlich besser erzählen. Ja, erzähl mal. Nee, ich hatte... Der da? Also mein erstes Auto war der Golf 2. Ja. Ja. Ich habe damals die Sitzschiene ein bisschen nach hinten verlegt. Die Sitzschiene da hinten verlegt. Ja, genau, hab ganz gut reingepasst. Das war aber für Don Nelson dann ein bisschen eng, der hinter dir. Ja, Don Nelson hat dann rechts neben mir gesessen, so, und da sein Sohn, der ja auch für uns arbeitet, der jetzt bei uns General Manager ist, der Donny Nelson, der war auch dabei, der hat sich dann hinten so ein bisschen quergelegt. Und das Problem war, dass auf der Autobahn, wenn ich gefahren bin, und dann musste ich mal bremsen, da ging manchmal die Öllampe an und dann hat es da rumgebrüllt, das Ding. Obwohl eigentlich überhaupt kein Öl gefehlt hat, aber es war halt irgendwas, war halt schon ziemlich älter, das Auto. Und dann sitze ich da und denke mir, bitte fang nicht an zu schreien. Und dann geht die Öllampe an. Die zwei Nelsons schauen mich so an, was ist denn hier los? Das war wie ein schlechter Film. Ja. Ich habe diesen Moment damals auch im Fernsehen gesehen, als die Nationalhymne gespielt wurde. Da standen sie da, total, man kann das ein bisschen auch hier auf dem Foto hier erkennen, total in sich gekehrt. Ja? Können Sie sich an diesen Moment noch erinnern? Offensichtlich muss er da unheimlich viel auch in Ihnen vorgegangen sein. Ja, wie alles im Leben kann derjenige selber dann nur gewisse Konstellationen empfinden, die er auch durchgemacht hat. Und dementsprechend kann man, wenn man das natürlich betrachtet mit dem Wechsel in die Bundesliga, dann natürlich in der Konstellation das letzte Länderspiel der DDR dann relativ schnell in die gesamtdeutsche Nationalmannschaft, dann mit Lothar Matthäus auf dem Zimmer, das müssen sie alles erstmal verarbeiten. Ne? Ist ja überhaupt keine Frage.
Hat der Lothar damals schon so viel telefoniert? Ja, ich muss mich rumstreiten. Der hat, wenn wir 3 Stunden Freizeit haben, hat er 2 Stunden 59 telefoniert. Ich habe dann auch 1 Minute gekriegt, sollte aber die Hälfte seiner Telefonrechnung bezahlen. Das war immer eine Der Uli hat das eben nochmal erzählt in einem Interview, fast in so einem Nebensatz, dass er Sie nochmal angerufen hat und gesagt hat, Herr Klopp, bitte entlassen Sie mich aus meinem Wort, das ich Ihnen wohl schon gegeben hatte, weil hier bei uns im Verein die Bestrebung doch eher jetzt Richtung Jürgen Klinsmann läuft. Das ist ein bisschen untergegangen. Ich wollte nur wissen, ob es so war. Ja, ich habe mit Uli Hoeneß telefoniert, na klar. Also er mit mir. Ich habe seine Nummer nicht. Ich war unbekannter Teilnehmer. Er hatte Glück, dass ich überhaupt rangegangen bin. Das ist meiner Meinung nach. Der ruft mit unterdrückter Nummer an, man glaubt es nicht. Ja. Und dann, also für alle, die mal von Uli Hoeneß angerufen werden, der hat die Nummer unterdrückt. Immer drangehen, es könnte Uli sein. Es gibt ja auch eine ganz kleine Geschichte. Ich kam mal irgendwann so spät zum Training, ist mir nicht so oft passiert in Bremen. Ist klar. Bei Otto Rehhagel und da lag so ein Ball so 10 Meter hinterm Tor, so Richtung Eckfahne. Und da kam ich auf den Platz und da sagte er, wenn Sie den Ball jetzt von da direkt ins Tor reinschießen oder mit aufsetzen, egal, Hauptsache der geht rein, können Sie sofort wieder duschen gehen. Aber dann probieren wir es halt mal. Der Ball ging natürlich rein, habe ich mich umgedreht, habe gesagt, auf Wiedersehen. Und bin wieder zurück. Nein, es sind so Kleinigkeiten. Ja, liebe Zuschauer, wir kommen zu unvergesslichen Fußballmomenten. Beginnen will ich gern mit einer Frage. Was würden Sie selber sagen, so ganz spontan, was war wohl die mitreißendste, die nervzerfetzendste und vielleicht auch in Teilen tragischste deutsche Fußballmeisterschaft aller Zeiten? Klar, wenn Sie sagen, 2001, logisch, die legendären 4 Minuten im Mai. Einer, der damals mittendrin war, erinnert sich. Man muss sagen, das war wohl die unglaublichste deutsche Meisterschaft, die ich persönlich je in der Fußball-Bundesliga erlebt habe. Es ging, ich weiß noch, wie diese letzten Sekunden in Hamburg gelaufen sind und das kann man sich ja nicht im Ansatz vorstellen, was da für ein Druck und ein Adrenalin in einem Sportler ist, wenn man weiß, Schalke führt 5-2. Ja, das heißt, wenn du jetzt ein Tor bekommst, dann bist du weg vom Fenster. Normalerweise ist allein schon das Denken daran tödlich, ja, weil es dann nämlich meistens passiert. Und dann kam diese Flanke und tatsächlich fällt dieses Tor. Und ich weiß noch, wie die ganze Bayernbank, die lagen ja alle unter der Bank und es war totale Verzweiflung, hat sich breit gemacht. Aber ich glaube, der entscheidende Faktor in diesem Moment war, dass wir gelernt haben aus dem Finale 1999, als wir dieses Champions League-Finale damals in Barcelona gegen Man U so unglücklich in den letzten Sekunden verloren haben. Ja, und ich weiß noch genau, in diesem Moment, als das Tor fällt, habe ich gesagt, das mache ich jetzt nicht nochmal mit. Ja, und habe dann eben versucht, trotzdem mit meinen Gedanken in dem Spiel zu bleiben und nicht irgendwo wegzugleiten, aufzugeben. Und es war unglaublich. Es hat eben dann doch noch irgendwie funktioniert. Ich würde gerne mal 2 besondere Highlights aus diesem bisherigen Saisonverlauf herausgreifen. Das eine, das sagen auch viele bei Ihnen in der Mannschaft, das ist einfach unglaublich auch im Herzen geblieben. Das war dieser Auswärtssieg im Derby. Absolut. Beim FC Schalke und vor allem dann die Rückkehr. Wahnsinn. Können Sie noch mal beschreiben, was da war? Wir waren ja nicht dabei. Ja, also wir haben unterwegs erfahren, dass wo der Mannschaftsbus dann an dem Abend ausnahmsweise, also, fällt mir uns ein, am Rabenloh angekommen ist. Normal kommen wir nach Auswärtsspiel am Trainingsgelände an. Hatte man uns gesagt, dass schon ein paar Fans auf uns warten. Kevin Großkreutz war informiert, dass es wohl sich um fast 1000 Leute handeln soll. Kevin Großkreutz ist so ein bisschen der Derby-Beauftragte in der Mannschaft. Ja, ich glaube, 900 von denen gehören zu seinen besten Freunden. Nein, und das Fantastische ist, also große Mengen ist jetzt nicht so, als wenn man alleine in einer großen Menge drin steht, dass das, ich habe keine Platzangst, aber das ist nicht so, als wahnsinnig angenehm wäre. Aber an dem Abend wollten die uns alle so drücken, dass wir wahrscheinlich eher Rippenbrüche gehabt hätten. Also es wäre die schlimmste Verletzung, die möglich gewesen wäre. Die waren so überglücklich. Und dann das Gefühl zu haben, wirklich dazu beigetragen zu haben und es ermöglicht zu haben, dass man das so fühlt, das ist schon, das erfüllt dann im Moment schon auch mit Stolz. Und für die Jungs war es großartig. Shinji Kagawa kommt aus Japan her. Jetzt wissen wir alle, die Japaner wirken alle immer doch sehr freundlich.
letztendlich. Aber jetzt zu enthusiastischen Ausbrüchen nach Sporterlebnissen, das ist nicht bekannt. Und für ihn war das unglaublich. Die haben den kleinen Kerl auf der Schulter darunter getragen. Das wird er ganz bestimmt sein Leben lang nicht vergessen. Und das ist außergewöhnlich gewesen. Haben Sie hier in Dortmund den Begriff Derby völlig neu gelernt? Ich meine, in Mainz gab es auch Derbys, aber dieses Dortmund-Schalke ist schon nochmal eine andere Hausnummer, ne? Ja, ja, also es ist doch eindeutig so, dass früher war ein Derby in der Woche vorm Spiel ein Thema. Hier bin ich angekommen, am vierten Spieltag war es, glaube ich, haben wir gegen Schalke gespielt, 2008. Und davor war Bayern und Leverkusen, also Leverkusen als Erster, dann irgendwann noch Bayern. Und dann eben vierter Spieltag Schalke und vom ersten Moment, dann haben alle gesagt, aber vierten Spieltag müsst ihr gewinnen. Und das war schon, da habe ich gedacht, okay, und dann stand es zur Halbzeit 3-0 gegen uns. Da hatte meine Frau die Koffer schon gepackt. Also. Man darf ja heute sagen, es ging dann am Ende noch so halb gut, ne? 3-3 war. Das war eine lange Zeit das außergewöhnlichste und beste Fußballerlebnis, was wir hier hatten. Das war wirklich sensationell gut und fantastisch. Also das sind schöne Momente. Also ich mache auch, mir macht der Sport auch deshalb so viel Spaß, weil er sich auf diese speziellen Momente auch, weil es zuspitzt. Ja, Fußball ist an sich schon ein klasse Spiel, aber wenn es so richtig um richtig viel geht, dann finde ich es noch viel reizvoller. Also dann macht es das richtig Spaß und dann sind natürlich Siege oder auch so ein später Ziel des Unentschieden damals im Derby, das sind einfach ganz großartige Momente. Da wird so viel ausgeschüttet im Körper, das kann man in anderen Situationen gar nicht nachstellen und ja, ich liebe das. Und dann stehe ich da auf dem Start und das Rennen ist schon oft verschoben worden. Und für mich hat es nur eines gegeben, dieses Rennen unter allen Umständen zu gewinnen. Und natürlich nach vier oder fünf Tagen Unterbrechung hat man nicht mehr genau gewusst, die Geschwindigkeit, also die Einstellung und so weiter. Und für mich hat nur gezählt, die Kurve so eng wie möglich anzufahren. Es war ein wahnsinnig starker Rückenwind, mir hat es dahin getrieben. Und ich habe gewusst, es wird eng und habe dann den letzten Moment angesetzt. Und dann ist genau der Außenski weggegangen und dann wollte ich mich am Innenski lösen und dann habe ich schon gesehen, halt, jetzt geht's dahin. Und dann bin ich so nach vorne raus katapultiert worden und dann hat es mir so die Ski rechts hinaufgezogen. Da habe ich gedacht, ja, ist eigentlich noch gar nicht so schlimm. Mir werde es ein bisschen wegtreiben von der Linie, aber wenn ich aufkomme, dann mache ich den Schwung ein bisschen länger. Dann sind die Ski immer noch ein bisschen weiter nach oben gegangen. Und ich habe gedacht, ja, jetzt wird es vielleicht da ein bisschen weiter, aber ich muss schauen, dass ich vorn bleibe und wird es halt noch ein bisschen länger. Und irgendwann sind halt die Ski noch ganz oben gestanden und dann habe ich gewusst, so, und jetzt kann ich mich eigentlich noch mal auf den Sturz vorbereiten. Im letzten Moment habe ich dann einfach meinen Kopf noch auf die rechte Seite gegeben und habe geschaut, dass ich den Kopf ein bisschen aus der Schusslinie bringe. Ja, und dann habe ich aufgeschlagen und dann war das Nächste, oh, jetzt kommt das Netz. Dann habe ich gleich wieder konzentriert, angespannt in das Netz rein und halt einfach immer probiert mit Körperspannung da das Ganze durchzubrechen. Und wenn ich dann da gelegen bin, habe ich gedacht, so, und das war es natürlich jetzt. Totale Enttäuschung. Aber irgendwo war dann genau das der Anfang von dem Ganzen, was ihm dann irgendwie die Geschichte ausgemacht hat. Diese Goldmedaille, die Sie drei Tage später gewonnen haben, ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, oder? Was da auch so mal emotional in einem vorgeht innerhalb von drei Tagen. Sie haben ja doch ziemliche Schmerzen gehabt, um sich da überhaupt hinzubiegen sozusagen. Ja, man nimmt dann oft Schmerztabletten natürlich, das war für mich alles eigentlich ein Fremdwort. Trotzdem habe ich das einmal da als eine Schmerztablette genommen. Dann am dritten Tag habe ich gesagt, nichts mehr, alles weg. Ich gehe einfach so in den Start. Ich habe noch höllische Schulterschmerzen gehabt, aber Gott sei Dank war der Start relativ steil. Ich habe nur zweimal anschieben müssen und dann ist es wieder abgegangen, die Post. Aber bei der nächsten Kante wäre ich schon wieder fast draußen gelegen. Das war wirklich, man ist eigentlich nicht gescheiter geworden daraus. Normalerweise sagt man dann so, und jetzt geben wir vielleicht ein bisschen zurück, aber im Endeffekt oft durch so Stürze, wenn man unversehrt herauskommt, ist es oft eigentlich eine Bestätigung, was man aushalten kann. Und dann glaubt man, man kann eigentlich immer noch mehr ans Limit gehen. Und eigentlich war es positiv, obwohl natürlich die Goldmedaille wahnsinnig überraschend gekommen ist. Hätte man das nie gedacht im Super-G und dann war ich natürlich total erlöst. Liebe Zuschauer, in 40 Sekunden nach nur einem Spot wollen wir hier beim Audi Star Talk, dem Best-of, den Beweis antreten, dass auch die härtesten Sportler manchmal verdammt weich sein können.